Kalkhoff Image 3B Move. Ja, das ist das Fahrrad, was wir euch jetzt vorstellen. Neben mir steht Volker von der großen Radwelt. Volker Große Radwelt und Volker Große, hat das was miteinander zu tun? Ja, irgendwie schon. Okay. So, aber nichtsdestotrotz, wir sind jetzt hier in der Drie-Galerie in Markkleeberg und wir stellen euch dieses wunderschöne Fahrrad vor. Und mir gefällt es total gut. Und wenn ich jetzt anfangen würde, noch meine alte Idee mit Venedig nochmal aufzugreifen, würde ich sagen, ich fahre mit diesem Rad nach Venedig, aber ich habe heute gerade keine Zeit. Nee, und morgen kriegst du es auch nicht hin, oder? Nee, morgen auch nicht, nein. Aber also müssen wir das verschieben. Verschieben wir das, aber es ist ein schönes Rad und ich sehe gerade, wie gesagt, die Farben sind schön aus. Hier machen sie durch einen ein bisschen auf nostalgisch, ne? Since 1919, das ist natürlich auch ein bisschen, ja. Aber es sieht gut aus, mir gefällt das, also das gefällt mir, ja. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Ja, eigentlich gibt es hier gar nicht so viel dazu zu erzählen. Es ist ein klassisches City-Rad, City-Elektrorad, wie wir es eigentlich schon seit ein paar Jahren haben. Kalkhoff ist da dem Stil treu geblieben, ist ein sehr bewährtes Modell. Für unsere Region absolut gut einsetzbar mit einer 8-Gang-Nabenschaltung. Also hier ist die Nabenschaltung drin im Links, kennt ihr ja. Ne? Active Line Plus Motor, ein bewährter Antrieb. Den können wir ruhig mal zeigen, den zeige ich mal hier unten. Active Line Plus, man sieht es auch ein bisschen, auch wenn es an der Stelle ein bisschen dunkel ist. Schön eingebaut, auch gar nicht so groß, ne? Nicht so voluminös, finde ich, ganz ehrlich. Nee, ist gut verpackt. Und dann haben wir noch, wenn ich einmal hier unten bin und hocke, dann haben wir noch zweimal Scheibenbremsen. Scheibenbremsen, ne? Einmal hier. Und einmal hier vorne ein bisschen größer, habe ich das Gefühl. Hinten ein bisschen kleiner, aber das Scheibenbremse muss aus unserer Sicht sein. Also bei den Elektrorädern bieten wir eigentlich keine Räder an ohne Scheibenbremse. Dann haben wir hier einen schönen Sattel und wie Basel mir in dem letzten Video gesagt hat, mit Mausefalle. Und ich finde sie auch sehr, sehr schön. Das muss ein bisschen zu klein neuerdings, diese Mausefallen. Ne? Manchmal hätte ich sie gerne ein bisschen größer. Aber ja, da hast du ja hier mit dem Rectime ganz andere Möglichkeiten, um größere Taschen, Körbe etc. zu befestigen. Das ist ja jetzt wirklich bloß Trinkflasche, Regenjacke oder irgendwas, was du da drunter klemmst. Ansonsten hast du hier ja vorgesehen für Packtaschen. Rechts und links, ja. Rechts und links. Zeig mal. So, hier, ne? Genau. No. Wunderbar, sieht man auch gut an der Kamera. Ja, dann schön wie immer, gut eingebaut, verkabelt, alles weitestgehend drinne. Soweit es möglich ist, trotzdem noch montagefreundlich für unsere, falls doch mal sein sollte. Ja. Farbe gefällt uns gut, weil wir waren etwas auch in der Vororder ein bisschen gespalten. Ist es jetzt wirklich postgelb? Ist es nicht? Es ist erstens dunkler, es ist matt und einfach. Also eine angenehme Farbe, ne? Ja. Und dadurch, dass wir ja ein Großteil, wird ja in Schwarz und Anthrazit und irgendwas angeboten, das bringt ein bisschen Leben rein. Und ich muss sagen, dass die farbigen Räder bei uns nicht lange stehen. Und ich kann auch mal sagen, ich habe jetzt nämlich gelinst, während der Volker erzählt hat, habe ich gelinst, wie die Farbe ganz genau heißt. Weißt du es? Nee, kann ich jetzt ärgern, doch. Mustard Yellow Matt. Das gefällt mir aber auch gut. Senfgelb. Ja, Senfgelb. Auf gut Deutsch. Auf gut Deutsch. So, aber das ziehen sie halt durch, weil hier steht ja auch Sins. Nein, Sins ist das schon schön. So, aber ich finde auch die Beschriftung hier, jetzt habe ich es zwar auf dem Kopf für euch, das finde ich schön. Also mir gefällt das Ganze und hier ist Image 3 auch hier unten. Ich halte es jetzt auch auf dem Kopf, aber das gefällt mir sehr gut. Dann das Display ist sparsam und klein, sparsam. Geht es? Oder weißt du eigentlich, ob voll ist oder nicht, was wir hier gerade zeigen? Ja, aber es ist doch, ja. Turbo. Und dann, jetzt muss ich doch mal das Display zeigen. So, dann haben wir hier Turbo, können wir hier, augenscheinlich brauche ich gar nicht lange überlegen, umschalten zwischen Sport, was ist das? Tour, Eco und Off. Na, Off wollen wir nicht. Also Off wäre mit so viel des Guten. So, dann haben wir hier die schönen Klingeln, ist die, ne? Das ist eine schöne Klinge. Das ist ja fast nostalgisch, ne? So einer. Und hier die ganz klassische Nabenschaltung hinten drin. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Also viel gibt es da eigentlich nicht dazu zu sagen. Ein sehr gut ausgestattetes, bewährtes City-E-Bike. Ja. Schon die mit Marathon Plus ausgestattet, mit ergonomisch geformten Griffen ausgestattet.
feststellbare und einstellbare Federkabel. Ah, das kannst du, das also brauchst du doch gar nicht. Das ist schon noch einiges zu erzählen, ja, hier. Ja, deshalb, gut. Ich sage mal, mit dem Rad bist du eigentlich sowohl kannst du auch mal ein bisschen weiterfahren, ne, würde ich sagen. Punkt 1 ist für einen Einsatz hier in der Stadt, in unserer Region, absolut geeignet. Mhm. Aber ich kann eben auch mal ein Stück länger fahren. Ja, wie lange dauert es, wenn ich fragen darf, wenn ich einen zweiten Akku gerne dazu haben möchte, weil ich zum Beispiel weit wegfahren möchte, bestellt ihr die? Dauert das lange, bis man die bekommt heutzutage? Die sind ruckzuck lieferbar. Ja. Wobei wir immer sagen, zweiten Akku mitnehmen ist vom Gewicht her, kommt immer darauf an, wie weit man fahren will, vom Gewicht her eine Herausforderung. Besser nachladen. Ich lieber das Ladegerät mitnehmen und in der Pause bei einem Weizenbier den Akku nochmal aufladen. Oder Weizenbier alkoholfrei, je nachdem, was man möchte. Je nachdem. Ja. So, oder ein Bayerisch Hell, Tegernseher, oh, wunderbar. So, aber jetzt muss ich noch eine Sache sagen, was mir noch aufgefallen ist. Hier gibt es natürlich, guck mal, hier haben sie auch gleich noch ein Schloss mit angebaut. Genau. Wobei das natürlich der alleinige Diebstahlschutz nicht sein sollte, würde ich jetzt mal so sagen. Ist nicht, aber du hast bei dem, also wir nennen es Bäckerschloss, also oder Rahmenschloss, und du hast hier die Möglichkeit, eine Kette einzustecken. Ah, hier. Und dann ist es hier drin, ja? Dann damit das nochmal an einem Fahrradbügel, an einem Baum oder je nachdem, was gerade da in der Nähe rumsteht, das nochmal extra zu sichern. Mhm. Hast du das Gefühl, dass die Diebstähle für E-Bikes geringer werden? Also mein Gefühl ist es? Nein, definitiv nicht. Nein, sie bleiben. Also gute Schlösser kaufen? Also nicht nur E-Bikes, es wird gerade zurzeit alles geklaut. Das heißt also, man sollte sich bei euch ein gutes Schloss dazu holen? Ein Schloss dazu holen und in der Hausrat mal gucken, was alles versichert ist. Ansonsten haben wir auch Fahrradversicherungen, die wir anbieten können und verbauen auch GPS-Sensoren. Mhm. Da hast du Geschichten, wo es schon mal jemand gefunden hat damit? Ja, gibt's die Firma, die sich darum kümmert, die kümmern sich dann auch um die Ortung des Fahrrades. Und gibt das an die Polizei weiter und das funktioniert innerhalb von Stunden. Funktioniert wirklich. Super. Ja. Also, wenn ihr vorbeikommen wollt, wenn ihr euch beraten lassen wollt, hier bei der großen Radwelt, das ist die Trigalerie. Trigalerie, ich will immer Trias sagen, aber Trigalerie. Trigalerie in Markkleeberg, das ist in der Nähe der Endstelle der Linie 11. Genau. Fast, also im Wurfweite kann man sagen. Vom Markkleeberger See. Vom Markkleeberger See weg. Man kann also auch ruhig noch mal ganz kurz zum Markkleeberger See fahren vorher. Man kann auch gleich dann am Markkleeberger See mal so ein Rad testen, wenn man es möchte, bevor man es kaufen möchte. Oder ihr ruft an, wenn ihr weiter weg seid. Manchmal kriegt ihr auch Anrufe, die Videos sehen, die kommen von ganz weiter her. Ja, wir haben also Kunden, die von sehr weit kommen. Dann kann man entweder sagen, okay, oder man findet vielleicht ein Partnerunternehmen oder wie auch immer man das dann organisiert. Kommt vorbei und ja, bis bald und demnächst gibt es das nächste Video jetzt gleich hier.